Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Rothschild The Sheep Remake Chapter Zero. Ein Early Access Titel, der seit eben gerade auf Steam erschienen ist. Kostet stolze 9,99 € und ist von Loud Park Studios. Ja, ganz neugierig. Ich habe die Entwickler angeschrieben, habe vor zwei Tagen schon einmal die Version bekommen, habe es noch nicht angespielt. Ha, hätte ich mir eher machen sollen, dann wäre wenigstens pünktlich ein Video rausgekommen, aber egal. So, ja. Ein Horrorspiel in einer prozedural generierten Welt, anfangs mit ein bisschen Story. Wir sind ein Journalist und sollen wir da irgendwas aufklären. Und es ist ganz interessant von der Story her, muss ich sagen. Aber es ist eigentlich eher lustig. Ich muss zugeben, ich habe gerade sehr viel gelacht, wo ich es angespielt habe zum ersten Mal. Die Grafik ist sehr seltsam. Der Entwickler aber so, das ist von vornherein so eingestellt und man sieht kaum was anfangs. Man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen. Ich gehe mal auf New Game. Und da sieht er die Voreinstellung, sieht so aus, so wird das dann mit voller Beleuchtung aussehen, so mit ganz wenig, aber wir sollen, wie es da auch steht, halt so schattenhaft lassen und machen das einfach mal. So, los geht's. Wir sitzen im Auto und fahren. Alles ist wie gesagt Early Access. Es gibt auch Charaktere, die hier rumlaufen, und werdet ihr gleich sehen. Wir sind müde. Wir fahren ganze 10 Stunden Kilometer oder Meilen pro Stunde. I'm getting tired. Ich muss einen Ort zum Rasten finden. Ach, guck mal, was für ein Zufall. Da ist ja gleich ein Hostel. Bumm. Eingeparkt hat er sein seltsames Auto. Grafisch habe ich es auf volle Pulle stehen. Sound ist, glaube ich, auch ein bisschen zu laut. Es sieht seltsam aus. Ich hoffe, da kommt noch ein Patch. Wie gesagt, wir können die Brightness ja auf volle Pulle stellen, dann sieht man wesentlich mehr, aber das ist, glaube ich, nicht so gewollt. Ich muss ja, dass ich einmal erschrocken, warum? Da guckt er hin, weil wir da hingehen sollen. Ja, erstmal die Steuerung, WASD, ganz einfach. Er läuft, als ob er betrunken wäre, wenn ich jetzt nach der Seite gehe, also super langsam und komisch. Springen können wir auch mit der Leertaste. Mit der Taste F können wir Sachen benutzen. Und die super lauten, meine Ohren tun jetzt weh. Und die könnten wir jetzt mit F gedrückt halten, auch ziehen und offen zumachen. Also die nicht, die ist ja geschlossen, habt ihr gesehen. Aber wir sollen natürlich jetzt erstmal im Hostel gehen. Keine Frage, ob wir weitere Abenteuer erleben. Boah, grafisch, das ist ja wunderschön. So. Upsa. Tür aufgedonnelt. Hey, I was just wondering if you had any rooms available. Teuer Helikopter. Why, yes, we have one room left, but... It's right next to the boys' room, so it might be a bit noisy. Yeah, diesen Raum will ich haben. Was tut sie? Hilfe! Hier sind alle verrückt. Right this way. But why such a short stay here in Arcadia? I'm a reporter. Ja, wir sind die Wahrheit. Wir sagen die Wahrheit. For a story. I'm a reporter. I was just going to look out for a story. I've been driving all day and just need a quick rest. Jetzt kann ich mich. Das hat er gerade nicht gemacht. Also sie hatte die. Wir hätten dir direkt hinterherlaufen sollen, scheinbar. Wow, das sieht ja grafisch total komisch aus. Mein Name ist Jordan Baker. Jordan Baker? Jordan. I like that. Wow! Hilfe! Was ist hier los, Mann? Sie ist weggegangen. Wir können wieder normal steuern, Gott sei Dank. Gut. Wow, das sieht aber total seltsam aus, ne? Gut, da unten liegt was so unglaublich Wichtiges für solch ein Spiel. Und das, Batterien gibt's auch. Hier haben wir was ganz, ganz Wichtiges. Koffeinpillen. Aber ich will die noch nicht aufnehmen. Wir wollen jetzt erstmal das machen, was wir wollen. Eine Pause. Oh, wir haben uns hingelegt und schlafen erstmal ein in diesem wunderschönen Hotel. Was? Eins. Equip your flashlight. Don't forget batteries. Okay. Da ist die Taschenlampe. Boah, ich glaube, das ist nichts. Und ich kann sie nicht mehr wegequippen. Und da ist eine Batterie. Mit F nehmen wir die auch auf. Und damit füllen wir sie auch auf. Mit der linken Maustaste können wir diese unglaublich laute Taschenlampe auch an- und ausschalten. Coffee Impulse will help you stay wach. Also wach bleiben. Juhu, wir haben sie genommen. Pickup. Das ging gerade bei mir nicht.
Also ich glaube, dass diese Grafik ist nur so wegen der Taschenlampe, damit man sie einfach weniger sieht. Sieht unglaublich seltsam aus. Also sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Was ist hier? Ich höre doch so ein Herz schlagen. Das Spiel möchte ich euch natürlich nicht nicht zu viel vorverraten, hat natürlich auch Schockelemente. Ich habe mich aber noch nie einmal so richtig erschrocken beim Anspielen. Wow, wo die also Koffeinpillen hinlegen, die Leute? Ist das schon ein Ding, ne? Also ich habe es gerade sofort gegessen, diese Koffeinpillen. Nu, war ja nix. So, eine Batterie auf dem Klo. Fällt wieder raus. Das ist schon so ein bisschen gruselig, ne? Aber das haut mich jetzt echt nicht um, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, Batterien sammeln wir ein. Auf I haben wir auch ein Inventar unten. Da haben wir dreimal diese Tabletten. Unsere Batterien landen scheinbar aber immer automatisch direkt hier drin. In der Taschenlampe. Mein Gott. Ich hatte eine Lebensdauer von 20 Jahre. Und Floppy-Disketten. Oh, eine Batterie. Ich schmeiß mir die einfach alle rein. Was soll's. Und pick up some Koffeinpilz. Wir haben auch ganz viel Zeug, die hier rumstehen. Können wir mit F gedrückt halten auch in Hand nehmen, aber nicht benutzen. Einfach nur werfen zum Beispiel. Das ist natürlich auch eine Funktion. Warum nicht? Rum. Wow. Die Geistertasse. So. Eine Bar oder eine Küche. Ich mache jetzt mal Randale hier, ne? Wenn man schon mal hier ist. Ups. Ist das optisch doch schon sehr ansprechend. Doch, das ist, sieht seltsam aus. Was? Ach, wir können die Schublade von hinten öffnen. Sehr gut. Da könnte auch was drin liegen. Aber da ist die Batterie. Aber da komme ich nicht dran. Hat nicht so geklappt. Müssen die Entwickler noch mal ein bisschen dran basteln. Hier sind ein paar Sachen abgeschlossen. Hier ist eine Batterie drin. Oh, wir haben es aber aufgenommen. Gut. Wollen wir weiter gucken, ne? Bevor wir hier nichts schaffen. Autsch. So. Der reizt mich schon die ganze Zeit. Aber ich rieche ihn nicht. Verflucht. Ich wollte ihn fliegen lassen. Aber keine Sch... Okay. Raus aus diesem. Looks like a flat. That's not good. Wir hatten Platten. Ich würde Ihnen ja gerne jetzt sagen, es ist nur ein Bug, keine Sorge. Der Wagen. Schweise. Ja, da sollen wir jetzt hin. Aber eben stimmt hier doch ganz derbe nicht. Der hat keinen Platten. Der ist einfach nur im Boden versunken, mein Freund. Das liegt an einem Bug. So, also wir gehen da mal hin. So, bevor wir hier nichts mehr sehen. Uah, meine Ohren! Ich mache genau das, was das Spiel von mir verlangt. Ich lasse die Grafik dunkel und ich habe Kopfhörer auf, was nicht so eine gute Idee ist bei solchen Zäunen. Gas, hier gibt es also Benzin irgendwo. Okay, da steht jemand. Hey. Yeah, my car got a flat. Can anybody help me? Oh, hey, did you say you had a flat? There's a man named Craig who lives in town. He's pretty good with cars. If you need help, I'd find him. I think he lives up the hill or check by the old train tracks. Oh, thanks. And who are you again? Lisa. Just tell him I sent you and he shouldn't have any problems. Where exactly can I find those train tracks? Oh, right. You're not from around here, are you? Just keep heading straight past the post office. Boah, mir erschrocken, wie die läuft, ey. Ist ja voll gruselig. Was stellt denn sowas auf den Boden? Gut, sie ist weg. Also, wo ich es gerade angespielt habe, dann ist sie sich die ganze Zeit hier im Kreis am Drehen gewesen. War sehr amüsant. Hab gehofft, dass sie es nochmal tut, aber sie macht scheinbar immer was anderes. Wir lassen sie mal da drin, ne? Die alte Tante.
Lisa? Also beim Berg oder? Was? Wo? Hä? Ich denke mal, wäre böse, ne? Aber. Achso, warte mal, ich hab mich erschrocken. Irgendwann im Post Office hat sie gesagt. Hier ist noch eine Bar. Da kam mir vorhin aber auch schon mal entgegen, deswegen bin ich nicht erschrocken. Das ist aber ganz woanders. Prozedural generierte Abenteuer-Action hier. Das hier ist noch nicht prozedural generiert, die Anfangsstadt ist immer gleich. Ihr werdet gleich sehen, dann wird die Grafik einmal richtig verrückt spielen. Dann gibt es auch die prozedural generierte Welt. Also hier ist nichts, ist überall nichts, sieht total leer aus. Early Access, erste Version, mal schauen, ob Patches kommen. Das ist auf jeden Fall was Seltsames. Habe ich gerade noch nicht aktivieren können, und so ein Grusel-Geister-Schloss-Haus, was aber keinen Eingang hat. Das brauche ich euch dann dementsprechend gar nicht erst zeigen, aber wir sollten irgendwas im Post Office finden. Sie hat auf jeden Fall irgendwas Post Office gesagt. Irgendwann wird der Charakter müde. Hier ist nichts zu bedienen, der Stuhl auch nicht. Keyboard. Super, ne? Und irgendwas Grünes an der Wand. Oh. Bleib stehen, seltsamer Mann. Du bist bestimmt der aus Reifen wechseln kann. Yeah. I'm Craig. And who are you? I'm a journalist. I was headed to Littletown. The flat last night. Lisa said, yeah. Jordan, I'm a journalist. I was headed to Littletown, but got a flat last night. Lisa said you might have a spare tire. Yep. I sure do have a spare. If you can manage to bring me some epilepsy medicine, I'll give it to you. No questions asked. Epilepsie Medizin? Wofür? Ja, weil er Epilepsie hat wahrscheinlich, alright. Fine. I'll find your medicine, just make sure I get, yeah. Fine, I'll find your medicine, just make sure I get the tire. Alright. Mann, warum machen die das denn immer? Okay, wir finden jetzt eine Medizin. Haben wir eine Apotheke hier oder so? Und dann... Oh! Ow! What happened? Ah, my hand hurts. Mama! Okay, das hatte ich noch nicht beim Anspielen. Oh nein. Jetzt sieht es gerade schon irgendwie besser aus, ne? Also, er hat jetzt gerade gesagt, er wundert sich, wo die Medizin ist. Ich auch, weil sie direkt am Anfang da war. Aber wir müssen ja... Oh, was ist denn? Es gibt noch mehr. Dreimal. Wow, der wird... Boah, das ist aber schwer, ey. Return to Medicine, Craig's Hope. Wir haben 5 Millionen Taschen, Batterien eingesammelt und jetzt geht sie leer. Blödeste Zeitpunkt, um leer zu gehen. Wo war Batterie? Need a key. Ah. Das war natürlich jetzt praktisch. Sei bitte nicht in der verbackenen Schublade, Schlüssel. Können der Schlüssel nicht auch leuchten? Das wäre vielleicht ganz angebracht. Boah, der läuft echt wie ein Betrunkener. Wie? Hallo, Batterie. Da leuchtet doch irgendwas? Nee. Ich sehe gar nichts mehr. Also, gemein. Der Nüteki, ist er denn doof? Wo soll denn hier ein Schlüssel sein? Das ist nur ein Raum. Mal auf. Ich habe doch eine Batterie. Okay.
Ja, das Ganze ist natürlich noch sehr früh, Alex. Deshalb sage ich aber, sage ich mal sehr gerne. Denn ich will mich natürlich nicht über das Spiel lustig machen, wenn es irgendwie komisch ist. Passiert aber leider. Denn dafür habe ich ja die Testzone. Euch eventuell was zu zeigen, was ihr gut findet. Oder euch zu zeigen, okay, passt auf, da sollte ich vielleicht noch warten. Oder 10 Euro für Socken ausgeben. Kommt mal vor. Ist einfach so. Hier. Door. Ja. Ist eine tolle Tür. Also ich finde hier keinen Schlüssel. Das Spiel will mich ja wirklich voll natzen. Ich weiß ja auch nicht wie. Davon haben sie 8000 mehr. Epilepsie-Medizin. Okay, komm, wir müssen so ein Ding nehmen hier. 2. Was leuchtet denn da so schön? Ist mir stockfinstern. Batterien soll ich denn da benutzen? Heidewitzka. Geht nicht. Mach das Ding ja jetzt an. Ist ja Wahnsinn. Also wenn der da in der Schublade drin ist, haben wir ein Problem. Sie lässt sich nicht öffnen. Also ich drücke F. Ich sehe das ja auch in diesem Handsymbol. Mein Gott, das ist schwer zu erwischen. Ja. Ist kein Schlüssel, verflucht. Die Ecke nochmal, müssen wir die Fenster klettern, geht das vielleicht? Da ist das Grusel aus. Ich will das wenigstens schaffen, Mann. Ich hab doch noch gar nichts geschafft hier. Eine neue Batterie ganz rein zufällig wird gespawnt. Unlocked. Wie bin ich denn da reingekommen? Und warum bin ich hier drin? Also die Schubladen gehen gar nicht. Können wir ganz schön tief uns bücken. Wow, was ist das denn für ein Schatten? Unser eigener. Die Taschenlampe ist aufgelutscht. Umso weiter wir da hinten reingehen, desto dunkler wird das. Okay. Hä, der bewegt sich? Jetzt bin ich ein bisschen stolz auf mich. Was sind das für Symbole unten rechts? Hä? Ach so, das ist unser Hotel. Der Himmel, Herrgott. Da war noch eine Batterie. Da gibt es noch Batterien. Die liegen ja überall rum hier im Spiel. Man hat leider auch keine Anzeige, wie lange die Batterie noch hält. Kann auch sein, dass wir hier Leere einsammeln, wie die bekloppen. Da sind wieder Floppy-Disketten. Bin schon wieder müde. Oh, wir haben ein bisschen Sanderson. Hallo. Taschenlampe. Platte. Plate. Aber hier waren wir schon drüber. Mrs. Anderson. Der gute Mrs. Anderson. So. Wir müssen den jetzt seine Medikamente bringen. Ich weiß nicht, warum wir nicht da hätten jetzt hinlaufen können. Also ich wäre da auch hingelaufen. Also ich müsste da nicht irgendwie bewusstlos werden. Ich spare mal ein bisschen Taschenlampe. Ich habe ihn ja gehört. Von war er ja hinter ihm. Taschenlampe an. Ja, wie soll ich den Typen denn jetzt sehen? Warum blitzt hier eigentlich alles? Und wieso liegt hier Stroh? Nein, das ist ein Klassiker. Den musste ich ja einmal jetzt bringen, sorry. So, hier, da haben wir ihn gerade getroffen. So, Jacke wie Hose, ob wir... Müde.
Eben eine dicke Lok. Schön aus. Wo ist er denn jetzt? Hier ist die prozedural generierte Welt. Da seht ihr die Grafik, die baut sich gerade auf. Da unten, das wird wahrscheinlich das Symbol sein. So, da ist er. Da ist er aber jetzt nicht, garantiert nicht. Weil die ist ja ein bisschen größer, die Ecke. Ach, das heißt, er lädt. Wow, ein Zug. Vielleicht ist er ja in irgendein Gebäude gegangen. I. 3. Oder jetzt habe ich 4 gedrückt, weiß ich nicht. I. 3. Jetzt nimmt er keine Pille mehr. Und die Batterie ist schon wieder leer. 5. Ach nee, was ist 2? Ah. Er hat sie alle gemampft. Sehr gut. Okay, wir gucken mal in den Gebäuden. Der jammert doch bestimmt irgendwo rum hier. Oder hat gerade einen epileptischen Anfall. Was natürlich nicht sehr lustig wäre, aber... würde mich hier nicht mehr wundern, ehrlich gesagt. Wenn ich nicht gleich einen bekomme. So. Wow. Ja, ist vielleicht das Kino jetzt offen? Ganz rein zufällig. Ist da wirklich ein Ballern? Nee. Ist er hier? Bei Lisa? Ich höre ihn wieder reden. Oh, gibt es hier eine Batterie oder so? Das ist ja furchtbar. Autsch. Der läuft aber echt seltsam, der Charakter. Also ich höre ihn quatschen, ich sehe ihn aber nicht. Ganz leer. Hui. Was denkt sich der Entwickler dabei, ist meine Frage. Also wir kommen ja voran, ne? Aber jetzt fehlt uns der Charakter, den wir sogar reden hören. Und bei Bergen, ich habe keine Ahnung, wo hier Berge sind. Ist er ja hier im Spukhaus. Unten. Was? Carl Shepard, hier sind auf jeden Fall Grabsteine. So, schon mal Vorwarnung. Hier kam nämlich gerade auch wieder das Vieh angerannt. Nö, kommt nicht. Sind das jetzt nur Berge hier oder nicht? Also, ich halt's nicht. Wo darf ich lang gehen, wo nicht? Ich darf überall lang gehen. Die Tür gilt nicht. Spiel, was willst du von mir? Was ist das für ein Haus da? Ach, das ist das Hotel. So, rede noch mal. Vielleicht können wir dich ja besser orten. Wow. Ich hab mal um Ohren hier. Hört mich doch bestimmt. Hier im Bereich hat er mal geredet. Oder liegt er vielleicht in irgendeinem Zimmer? Ach, Mann. Ist ja verrückt. Hat er mal Reifen schon aufgepumpt? Nein. Sind wir noch im Boden versunken? So, der Taschenlampe wäre jetzt richtig fein. Wow. Boah, hinterm Stuhl gequetscht. Okay, hier war nix, das wissen wir. Die sind irgendwie alle weg jetzt auch, ne? Also... nichts, was ich jetzt einen Sinn habe, hier rumzulaufen. Vielleicht finden wir noch eine Batterie.
Klo. Nein. Sind alle abgeschlossen. Die nicht. Und ratzekahl leer. Ach du. Grüne Neune. Mein Zimmer. Offen und geschlossen. Wow, Riesenschublade. Krass, viel mehr Batterien vorhin gefunden, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Da oben waren wir ja schon drin. Lösten ein unglaublich schweres Rätsel. Und sollten dann mit den Medikamenten den Typen wiederfinden. Dafür haben wir sie gesammelt, aber ich habe sie nicht im Inventar, ne? Obwohl das wahrscheinlich die fünfmal sind. Mir jetzt auch egal, wir müssen den irgendwie finden, der müsste da wieder weiter rumeiern. Bäh. Rede nochmal. Verrückter Typ. Ist das ja auch einfach verschwunden? Nicht, dass er einfach wegbackt oder ist das unmöglich zu lösen? Was bist denn du überhaupt? Du bist doch gar nicht in der Statue oder so. Intro. Wo bist du? Hat er mir irgendwie gesagt, wohin sollte? Ich hab's nicht mehr gerallt. Also wir haben hier den Zug. Ja, so viel Platz haben wir nicht. Dann gehen wir einfach in diese prozedural generierte Welt. Vielleicht ist er dahin geflüchtet. Dann liegt er gerade im Bett und schläft. Einfach den Schienen folgen. Wow. Da finden wir auch wieder Häuser mit Batterien. Hier ist eine Hütte. Hier ist nichts. Was? Keine Ahnung. Da. Wow, ich sehe nichts mehr. Es flackert auch wie die Hölle. Stehen einfach mal so Häuser und wir werden immer müder. Okay, eine Batterie. Wir brauchen Blitze. Maus, Keyboard, will ich nicht. Sorry, dass ihr nichts seht. Ich sehe nämlich auch nichts. Wow. Wow, ist das hier finster. Irgendwo muss Tür stehen. Alter. Oh, Koffeinpe. Ich lasse es wieder nicht aufnehmen. Ey, ich brauche eine Batterie. Wie dumm ist denn das? Wunderbar. Wir finden den Typen nicht mehr. Fliegerkissen. Oh, Licht. Oh, eine zweite Etage. Ist ja heller. Wow. Ich gehe in irgendeinen Raum. Der Batterie. Wir haben wieder Licht. Licht sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Aber warum kann ich das jetzt nicht mehr aufsammeln? Bug. Ein Bug. So. Sieht alles identisch aus. Ah, Bug brauchen wir nicht. Den Typen, den finden wir so doch niemals. Wenn wir so eine Batterie haben, die 10 Sekunden hält. Wow, er wird ja müde. Wo ist denn der verfluchte Ausgang? Da. Die
sind aber ganz viele von den Häusern. Ich laufe die Straße lang. Vielleicht latscht er irgendwo lang. Oder ist vielleicht wohnt in ein Haus. Ich weiß es ja nicht. Hey, von Glück. Mikrochip? Was will der? Mikrochip? What are you crazy? Let me the hell out of here. I need to get out of this town. Bye, man. Don't want to go over a tire for your car. And you're free to go. Be careful though, you're not chipped. Don't too much attention and they will find your medicine. Ich verstehe kein Wort. Das ist. Der ist total verbuggt, der Arme. Und ich glaube, man sollte ein bisschen besser mit der Taschenlampe sparen. Was ist denn hier, ey? Entwicklerstudio. Man sollte ein bisschen besser mit der Taschenlampe sparen, weil ich habe die ja immer an. Man kann auch irgendwann diese Pillen nicht mehr aufnehmen, was natürlich super fail ist. Man kann die werfen, aber nicht mehr aufnehmen. Da ist die Taschenlampe schon wieder leer. Und mit diesem Anblick... Da habe ich euch, glaube ich, genug vom Spiel gezeigt. Ich sage danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge in der Testzone. Bis dann.